Guten Tag. Schön, euch zu sehen. Bleibt ein Weilchen und hört zu. Sie wünschen, wir spielen. Und in dem Fall Sorcerer King. Willkommen zurück. Und Vetras Army lauert hier. Das ist einer der beiden Gefolgsleute vom Sorcerer King, vom großen Endgegner. Und wenn wir den hier besiegen, haben wir den zweiten Schlüssel. Mit dem können wir dann zum Sorcerer King. Weil den ersten haben wir schon besiegt. Das scheint ein Eisgegner zu sein. Er kann auch Blizzard sprechen. Und hat nebenbei noch ein paar andere nette Gefolgsleute. Dem hauen wir nochmal einen Pillar of Flame rein. Der ihn so ein bisschen aushebelt. Erxen Commander. Cool wäre es, den auf meiner Seite zu kriegen. Ich möchte ihn. Wo sind wir denn? Hallo? Ich möchte ihn schon sehr gerne besiegen. Aber erstmal greifen wir noch den Pikeman an. Overwhelming Victory. Das auto-resolven wir. Trucks Army. Nee, wir schauen noch da nach hinten. Auto-resolve. Kein Problem. Trucks Army. Overwhelming Victory. Auto-resolve. Level up. Oh, nice, nice. Und kein Lebensverlust. Alter Schwede, das geht richtig, richtig, richtig gut ab. So, ich glaube, der Gegner ist jetzt ziemlich angepisst. Er wird gleich in unsere Richtung losstarten und nett zu uns sein. Da unten gibt es einen Drachen. Aber wahrscheinlich haben die jetzt auch die Resistance Chance von der Drachen angepasst. Wäre schade, weil dann können wir uns den nicht mehr unter den Nagel reißen. Und guck an, das ist die Wiffs Army. Bandit Sharpshot. Dann vereint euch mal. Chart wurde destroyed. Okay. Ja. Trox Army. Wir haben 20 Mana. Pillar of Flame könnte man natürlich auch widersprechen. Die wirklich so langsam down kriegen. Immer noch so viele Lebenspunkte. Und Trox Army angreifen. Erxen Commander, der hat wirklich wenig Lebenspunkte. Overwhelming Victory Auto Resolve. Ja, die verwenden auch für Auto Resolve leider Mana. Ich hätte halt gern noch die volle Mana Power, um dann gegen ihn zu kämpfen, weil ich würde ihm gern die Erxen Commanders abluchsen. Die haben doch viele Attack-Werte. Ja, come on. Bandit Raiders. Battle. Also richtig stark sind wir. Richtig, richtig stark. Jetzt gucken wir uns mal die Werte an von den Bogenschützen. Death Leech. Das ist für Rasa alles praktisch, alles super. Keine Ahnung, was dann genau rauskommt dabei. 45 HP. Quickfire. Achso, ja. Aber was macht er mit dem Death Leech? Wer ist denn dran? Ah, ihr. Shock Commander, dann einfach mal
reinholzen in den Bären. Nein, sagt er. Auch in den Bären? Dankeschön. Warg Rider snacken die Wölfe weg. Ihr Warg Riders Deal in a straight line. Ja, das klingt gut, das machen wir gerne. Kostet uns aber 2 Mana. Ach, come on. Der Fleech. Und der Drachi wird die Lookouts platt machen. Nice. Level up. Und wieder was geklärt. Abandon the fake village oder defend the fake village? Defend. Gegen wen kämpfen wir denn? Ach, ein Trock. Süß. Einmal Howl. Alle enragen. Der Whiff switcht mal Plätze mit Darklings und greift dann Maya. Dodge, super. Bandit Sharpshot, Feuer. Down. Kuckuck. Schön. Und der Fernschuss. Train them as soldiers, as archers oder as pioneers. Pioniere. Echte Pioniere, echte Pioniersarbeit. Wo sind sie denn? Ja, praktisch. Die sind genau da. Die sind ja genau hier. Wo wir sie brauchen. Wir wollten ja hier unsere Siedlung bauen. Eine neue Stadt gründen. Ach, ändert doch nicht bitte immer wieder. Settle. Teilen, passt. Nächste Stadt für uns. Teilen. Einmal Crystal für uns. Sehr schön, sehr schön. Wir haben eine neue Stadt, liebe Leute. Alle haben sich gleich mal drinnen verschanzt. Kommt's raus. Boah, nervt mich das, wenn das jedes Mal rumswitcht. Oh, nerv nicht. Alle einzeln rausholen da, ey. Oh Mann. Wieso haben wir jetzt 2 Armeen? Ist das nicht geblickt, euch zusammenzufügen? Oh Mann. In die große Armee, dankeschön. Lauft's mal Richtung Thailand, so und Thailand. Da gibt's mal ein Level Up für den Champion. Das hier. Ohne drauf zu gucken, weil so richtig checken tue ich's noch nicht, was genau dieses Death Leech ist. Das klingt auch gut. Noch ein Champion, der Level Up hat. Inferno Arrow, das ist natürlich geil gegen den Vetrad, gegen den wir dann kämpfen werden. Into the Fire.
Noch ein Champ? Alter, was geht denn da ab? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Was geht denn ab? Ich werde das eher mal auslassen, vielleicht, dieses Deadly Dungeon. Ich habe gerade nicht so viel Bock da drauf. Sorcerer King! We are not a threat. Can I make it up to you? Machen wir das. Dummste Counter erhöht sich, aber mein Gott. Mein Gott. Klappt immer noch gut. Camp Beat City. Get Initiative. Deckt eine Karte auf, 100 Mana spenden, gerade nicht so. Target Location. Boosts HP of Units. Ja. Why not? So, da haben wir jetzt eine große Armee. Ref Gift. Man könnte da so nach Teilen rüberschauen. Wie lang Boston? Steht nicht da. Na dann da Evelyn. Paragon the Ranger, da gibt es eine Trog Army, die wir besiegen könnten. Holen wir uns mal den Schatz da. Wie Vetra wegläuft. guckt euch die Farbe an. Guckt euch die Farbe an. Da wird doch der Sorcerer King nicht etwa da sein, ha? Huh? Oder das ist das Ex-Gelände von dem Imperium. So, da ist die Whiffs Army, genau. Bandits sind unterwegs. Wenn die Bandits in die Armee kommen, dann brauchen wir einen Platz. Dann ist vielleicht der Whiff fehl am Platz. Dann kommt der Whiff rein und dient als Stadtverteidigung. Die anderen können kämpfen. Ice Mage Army. City, die gerade nichts zu tun hat. Ein Pionier zu machen dauert 7 Turns. Wo wollte man den Pionier hinschicken? Da ja. Ja, dann machen wir das. Pionier 7 Turns. Gerne. Gerne, gerne, gerne. Unit, die nichts zu tun hat. Ihr. Einfach mal weiter runterlaufen. Gucken, ob es noch irgendwas gibt. Nur diese ganzen Strong Dungeons. Die ich mal lieber nicht anfassen möchte. Oh, da gibt's einen Schatz. Ein Schätzchen, den wir uns krallen können. Juhu! Ein Dungeon, der nur medium ist. Juhu, immerhin. Diplomacy können wir gerade nichts machen. Oh, ihr dürft jetzt nicht aneinander vorbeilaufen, wenn es leicht geht. Eine große, schöne Armee. Gegen drei Deppen.
Das sollte eigentlich klappen. Ich speichere trotzdem sicherheitshalber. Und dann fighten wir mal ein bisschen. Shadowwalk. Enraged mal, damit alle mehr Schaden machen und öfter drankommen. Da gibt es gerade einen Bug. Tut sich nichts mehr schön, das haben sie also immer noch nicht gefixt. Na gut, in dem Fall können wir wirklich nur vorspulen und hoffen, dass sie nicht allzu viel Schaden erlitten haben. Nicht allzu viel Mana verballert haben. Hat alles gepasst. Gut. Komischer Bug. Sehr, sehr seltsamer Bug. Seltsamer Bug. Okay. Das sind die ganzen Dangerous Gathering. Aber jetzt haben wir eine schöne, schlagkräftige Armee. Dann gucken wir mal nochmal in die Richtung. Warder the Slayer steht vor dem Medium-Dingenskirchen. Und hier gibt es nichts mehr Spannendes. Dangerous Grove. Guck an. Das klingt doch spannend. Das klingt doch eine coole Sache. Peregrine the Ranger. Ja. Eins. Zwei. Da haben wir noch einen Bären. Da haben wir eine Lost Library. Healing Scroll. Attack Scroll. Oder Three Scrolls. Gerne. Blizzard Scroll, okay, nicht schlecht. Fire Scroll wäre aber ein bisschen besser gewesen für den nächsten Kampf. Unit, die nichts zu tun hat, das ist a Wrath's Gift. Dann lauft die rauf in unsere neue Stadt. Gut, Paragon. Einmal einen Schatz holen. Und dann... Die brauchen wir eigentlich nicht besiegen, da die sind sehr abgeschottet. Ich glaube auch nicht, dass es hier unten weitergeht. Ich laufe mal darauf. Ja, ist wirklich alles sehr abgeschottet. Dann laufen wir langsam rauf. Jetzt haben wir wieder genug Mana, um dann jemanden zu überzeugen, für uns zu kämpfen. Level up von unserem Haupthelden. Cold Spells hit for 50 more damage. Fire Mage, das wäre auch natürlich nice. Also schnell sind wir nicht da. Healing Spells become more powerful. Ja, das klingt gut. Machen wir das. Level up für Evelyn. Evelyn kann... das hier noch ausbauen. Die Hunde hat mir nichts zu tun. War da Schnapp. Corrupted und Henchman und die zweite Armee. Ein Wisp und lauter Skelette. Hallöchen auch. Ich glaube, da werde ich eher nicht attackieren. Unit, die nichts zu tun hat. Rav. Habe ich nicht Rav schon 10-mal gesagt, was sie machen sollen? Ab nach Evelyn. Husch, husch.
Yes, Hot Ones, ja, yeah, come on. Da fehlt mir immer noch so eine Anzeige. Die wollen ja was traden, was handeln. Und da fehlt mir leider die Anzeige, wie viel wir haben. Troops, wie viel Cloudy Diamonds wir haben, wie viel von den Healing Potions zum Beispiel. Und Mana Berries. Ich weiß, dass wir welche haben, aber nicht wie viel. Machen wir mal die Mana Berries. Passt, hold line. Kostet uns aber leider Mana. Focus on the rest of the battle. Blind. All of Grace klingt auch nicht schlecht. Machen wir das mit dem Erblinden mal. Eine Bandage Sharpshot gegen die andere Bandage Sharpshot Armee. Sorcerer King Informant. Ja, das sind die, die gar nicht so übel drauf sind. Aber uns wird ein Sieg prognostiziert. Und ich sehe keine Veranlassung da irgendwie, warum wir das nicht schaffen sollten. Außer natürlich, wenn sie mal wieder alles aufhängt. Ich glaube, weil zwei Shadow Walks da sind. Es dürfte wieder einen Bug geben mit dieser Armee. Aber hey, wir haben gewonnen. Und wir haben keinen Mana verwendet. Perfekt. Das heißt, solange da die zwei Shadow Walks unterwegs sind, gibt scheinbar einen Bug und wir können nicht selbst kämpfen. Naja, okay. Was soll's? Was soll's? Die Einheit kann eh relativ wenig was anhaben. Berühmten letzten Worte. Drake, Ice Lair, Cave. Da waren wir noch nicht. Na, gucken wir mal in die Richtung hier. Das passt mir schon ganz gut. So in Richtung Cave. Gucken wir uns mal die Caves da hinten an. Klingt nach einem Plan. So, war da. Weg von hier. Die ganzen Corrupted Dinger lassen wir mal Corrupted sein. Da habe ich gerade überhaupt keinen Bock mit denen Streit anzufangen. Nö, nö, nee, 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 Aggard. Paragil gegen Imperial Pikeman. Autoresolve. Da gibt es den Shadow Walk. Den nehmen wir auch noch mit, wenn er sich nicht zu sehr entfernt. Ach, come on, jetzt komme ich durch, oder was? Ah, Leute, verarscht es doch wie einen anderen. Weg hier mit euch. Können mit niemandem quatschen. Ja, passt's mal. Das machen wir Auto-Resolve. 71, das klingt gut. Oh, ey. Komm ich durch? So, ich würde sagen, wir sind hier wieder bei Vetra. Und ich werde einfach. Machen wir nochmal so einen netten Spell. Der hat ihm ja ganz gut gefallen. Zum Pillar of Flame. Ja. Ich würde sagen, was weiter passiert, sehen wir in der nächsten Folge. Habe ich jetzt noch ein bisschen Mana gesammelt und dann können wir wirklich nächstes Mal angreifen und ihm eine reinhauen, eine schöne verpassen. Experience natürlich. Gerne, Experience ist immer gut. Die haben sich mal verpisst. Escaped Experiment. 14 Damage.
Süß, die machen wir noch. Uns wird ein Victory prognostiziert. Ich hätte mich aber vielleicht vorher heilen sollen. Okay. Attack that removes all the targets' defense for 3 turns. Doing 22 damage. Stunning all adjusted. Ja, die sitzen ja leider noch nicht nebeneinander. Aber ich stelle mich mal daher und mach mal das hier. Defense removen und reinschnetzeln. Ein Schaden. Süß. Counterattack 10. Und dann greifen wir mal nochmal an. Gibt's ja gar kein Maul. Die sind ja so schwach, da gibt's nicht mal ein Maul. 16. Come on, Maul. 16. Come on. 15. Down. Hit them. Die leben noch? Wie schwul ist das denn? So. Aber der Counterattack hat sie hingerafft. War da einfach der Hammer. Geile Armee. Okay. Gibt es da irgendwelche Bösewichte, die sich da rumtreiben und irgendwas in unserem Territorium zu suchen? Oder suchen, was sie nicht zu suchen haben? Da war immer nicht. Und ich sehe gar keiner. Dann laufen wir mal so in diese Richtung hier. Erksten Commander. War da? Dieser Erksten Commander mag, glaube ich, aufs Maul. Hast du Bock? Den down zu machen. Und die Pferde? Ja, gerne. Gerne. Unit, die nichts zu tun hat? Ja, das ist die hier. Die wartet jetzt auf Action gegen Vitrar. Den Darkling werden wir noch schnell auto-resolven, so nebenbei. Ihm vorbeigehen. Und dann sehen wir uns einfach beim nächsten Mal. Wenn es gegen Vetra geht, so eher ähnlich und täglich grüßt das Murmeltier mäßig, dann aber wirklich, also ich habe es fest vor, 73 Mana sollte ausreichen, um auch ein bisschen Feuerdamage zu machen und jemanden auf unserer Seite zu holen. Ich hoffe, das klappt alles so. Wir werden es einfach mal sehen beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und mit diesem Ausblick bis zum nächsten Mal. Ciao.